Ist kein 5M, nee, 5M ist es nicht. Alt 5, also Alt V. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach hier verlassen drücken kann. Wir sind da. Ja, den Stress, den will keiner. Den will ich auch nicht haben. Warum laufe ich denn so komisch, als hätte ich mir in die Hose geschissen? Kannst du mal normal? Hä, was ist das denn? Oh Gott. Ich will so nicht Ja, nee, laufen. alles gut, hätte sein können hier. Center, Short Staff oder so. Hätten wir mal hier in der Halle eine Runde spielen können. So, da sind wir. Wir sind mit dem Flugzeug eingereist. Ja. So, wo ich nur so ein bisschen Schiss habe auch, ist wegen dem Mikro, ne? Ich habe voll Schiss, dass da irgendwas nicht funktioniert oder denen das nicht gut genug ist oder irgendwie so. Sag das nicht zu laut. Geht's Ihnen gut? Ja, alles gut. Hallo. Danke. Ja. Da bitte Ihren Reisepass zurück. Ja, danke schön. Bitte einmal durch die Glastür durchtreten und erwarten, dann kommen. Alles klar, danke. Da frage ich mich ja, Hi! da Einen frage ich mich, ob wir wunderschönen. die gleich nachher zusammen in ein Büro stecken, getrennt. Ja, Das, nee. oder? Ich glaube, ja, kommt drauf an, was sie machen wollen. Wenn die sich absprechen, ne? Bitte einmal den Reisepass durchs Glas durch hier. Jo, danke schön. Ja, danke. Bitte einmal Ihre Daten zum Abgleich. Ich bin Jason Braff, geboren am 10.05.1992. Und wo? Ja. Montana. Ich komme aus Montana. Okay. Ah, top. Einmal den Reisepass zurück. Jo, danke schön. Bitte durch die Glastür durch und erwarten, danke. Okay, danke. Der nächste. Der hat auch kein Geld. Oh Mann. Gott, bin ich aufgeregt. Ah, Jason Braff hat geile Augen, wa? Ich habe eine Frage an Sie. Ja. Ja. Sind Sie vom Beruf Wandhalter? Nein. Sammelt am Schalter da. Ach so. Meinen Sie, die Wand hält nicht, wenn Sie
Sich vernünftig hinstellen. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Kein Benehmen. Haben Sie Geld? Ja. Wie viel? Haben Sie viel Geld? Sind Sie reich? Reich nicht, ne. So, Kinders, wer von euch ist denn so richtig arm gewesen? Wunderbar. Du, dann geh schon mal 13F rein. Wer war nicht so richtig arm, aber schon ein bisschen arm? Sauber. Ihr drei. Drei, drei. Ja, okay. Also, du gehst da rein. Mit deinen Geheimratsengen. Du mit der Glatze gehst da rein. Da muss ich mal gucken, wie viele wir jetzt noch sind hier. Kann ich so vor der Tür stehen bleiben? Ja, sicher. Ein paar. Ich glaube, er hat Wasser geholt für seine Tablette. Tut mir leid. Okay, wo soll der hin? Wo waren Sie denn eben gerade? Ich habe hier noch gewartet, aber ich glaube, die beiden gehören auch zu meiner Gruppe. Ja, genau. Ich habe die in der Eile gerade übersehen. Tut mir leid. Wo sind die anderen vier? Ja, sonst nehme ich die mit. Ja, da in dieses Büro da hinten, ne? Genau. Ja, so. Gut. Da hinten dann kommt eine A. Ah. Ja, hallo, hallo. Ja. Du gehst okay, mit der schönen Dame kennen. Da. Ah, einmal gut, bitte mir schön. Folgen. Jo. Ja, danke. Belay. Ja, ich warte mit den anderen. Belay, ich sehe dich morgen. Morgen? Morgen machen wir eine Schicht zusammen. Morgen machen wir zusammen, wir beide, nur du und ich. Ja. Neun, okay, komm. Mir nach bitte alle Herrschaften. Nee, vorsichtig. Entschuldigung. Ja, der Herr, beruhigen Sie sich mal. Sie brauchen uns nicht gleich auf die Möbel zu steigen. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Okay, wer möchte denn zuerst? Ich könnte zuerst gehen. Nicht nach Schnuck? Moment. Sie sind einer von den Sullivan-Brüdern. Stimmt's? Der Herr? Ich? Der Herr hier vor mir? Haben Sie einen Bruder? Ich habe keinen Bruder. Sie sind nicht mit Ihrem Bruder gekommen. Oh, da verwechsel ich Sie gerade. Entschuldigung. Ja, dann kommen Sie mit. Dann kommen Sie bitte mit. Sie? Ich? Hier? Ja. Ach so, ich hatte verstanden, der andere Herr, der eben angesprochen wurde. Ja, den meinte ich eigentlich auch. Ach so. Ja, der möchte scheinbar nicht. Ja, den hatte ich. Ja, dann setzt du sich mal. Oh, tut mir leid. Vollkommen okay. Also, ne? Sie machen das gleich sauber. Ja, ja, mache ich auch ruhig. Aha. Setzen Sie sich ruhig bequem hin. Ja. Mach mir ein paar Notizen über Sie, ich hab ihn mitgebracht. Immer auf dem Balkon. Okay. Ja. Bist du soweit, Kollegin? Ja. Okay. Dann erzählen Sie mir mal ein bisschen was über sich, wer Sie sind, wann Sie Geburtstag haben, wo Sie herkommen. Also, ich bin Jason Braff und ich habe Geburtstag am 10.05.1992, komme aus Montana, habe dort in meinem Heimatort nach der Schule angefangen, auf der Baustelle zu arbeiten, habe dort die Ausbildung erfolgreich absolviert, habe danach auch noch circa 5 Jahre weitergearbeitet, habe dann für mich erkannt, dass mir der Job halt irgendwie doch, entschuldigen Sie. Wo bin ich denn jetzt? Einen kleinen Moment bitte. Ja. Soll ich warten? Kurz, ja. Okay. Ja. Und sind Sie gut angekommen hier? Ja, ja, wunderschön, wunderschön. Also schöner Flug, schöner Blick auch. Alles super. Außer ich hatte
vor dem, bevor ich zum Flughafen gegangen bin, einfach eine Hose gegriffen und dann erst erkannt, dass ich hinten keinen Po habe. Die Jeans ist komisch geschnitten. Okay, der Herr. Ja? Könnten Sie bitte ein ganz klein wenig leiser reden? Die Kollegen im anderen Büro hören Sie. Ach durch so. Die Wand. Tut mir leid, tut mir und leid. Und das ist hier keine dünne Wand, ja? Okay, dann fahren Sie fort, wo Sie stehen geblieben sind. Also, nach der Schule habe ich auf der Baustelle gearbeitet, habe dort die Ausbildung absolviert erfolgreich und habe dann auch 5 Jahre circa weiter dort gearbeitet. Habe dann für mich aber entdeckt, dass das dieser Knochenjob nichts für mich ist. Also nach mehreren Jahren merkt man schon, wie die Knie wehtun und egal ob bei Winter oder Sommer in der Hitze, das war einfach dann für mich doch unzumutbar. Also ein harter Job, wo man am Ende mit über 50 nur noch humpelt und nichts mehr kann. Dann habe ich nämlich mich umgeschaut und geguckt, was vielleicht eher mir liegt. Und da habe ich mal in mich gedacht, was ich eigentlich am liebsten mache. Und das ist nämlich Autofahren. Große Freude am Autofahren. Ich kann auch so viel fahren, wie es nur geht. Ich habe niemals Langeweile. Auch im Urlaub fahre ich gerne mal 8 Stunden oder so am Stück. Und deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, mich mal im Taxiunternehmen zu bewerben und habe das dann auch getan, wurde angenommen in meiner Heimat und ja, hatte mir sehr viel Spaß gemacht, der Kontakt mit immer wieder neuen Kunden und dabei immer die größten, lustigsten Geschichten auch mal zu hören und einfach neue Leute kennenzulernen, dabei einfach mein Hobby, was mir Spaß macht, auszuüben, und zwar das Autofahren einfach. Ja, und dann habe ich halt wurde es mir irgendwie auf Dauer einfach, ich lebe ja jetzt schon über 20 Jahre dort und irgendwie wurde es irgendwann eintönig und ich habe mir gedacht, wagst du den Schritt mal woanders hinzuziehen? Oder am Anfang habe ich noch gekämpft, aber ich dachte, nee, jetzt wagst du mal den Schritt, ein bisschen lebensverändernd und habe mich mal umgeschaut auch, welche Orte so am besten wären. Und als ich auf andere mal gestöbert habe, gestoßen bin, durchsucht habe, stoße ich auch mal durch Fotos und auch mal so Reportagen über Los Santos. Und ja, da wusste ich gleich, ich muss nicht mehr weitersuchen. Das war einfach unglaublich. Der Strand, die Menschen, die Umgebung. Ich war einfach komplett geschockt, aber im positiven Sinne. Und da habe ich dann halt den Mut gewagt und mir gesagt, probier's, geh dahin, mach dein Ding. Und ja, wäre natürlich schön, wenn ich dort natürlich das, was ich lieber weiter ausführen könnte, meine Taxifahrten weiter und vielleicht sogar eines Tages meinen Traum erfüllen können, mich selbstständig zu machen und auch ein eigenes Taxiunternehmen sogar zu gründen und damit hier erfolgreich zu werden. Das wäre natürlich ein großer, großer Traum. Ist natürlich auch ein großer Schritt, der auch nicht von heute auf morgen gemacht ist. Und aber ich bin am Ball, ich bin da auch sehr vom Typ her sehr verbissen. Und ja, lass mich nicht stoppen. Es gefällt mir, was Sie mir sagen. Sie haben sich Gedanken gemacht. Sie haben was vor in Ihrem Leben. Ja, absolut, zu 100%. Also ich will was erreichen. Also Sie sind auch, was Taxifahren betrifft, voll ausgestattet mit Personenbeförderungsschein, Führerschein. Genau, ein Führerschein, genau. Und wenn es nicht klappen sollte, was wäre die Alternative? Ja, das ist natürlich... Also ja, ist natürlich am Anfang dann schwer zu überlegen. Die beste Entscheidung wäre dort natürlich vorübergehensmäßig natürlich wieder erstmal im Bereich Handwerk was zu machen. Was ich natürlich gerade extra für die Taxifahrt halt mich entschieden hatte, das nicht mehr zu tun. Aber halt vorübergangsweise würde ich wahrscheinlich dort an der Baustelle oder handwerksmäßig was machen. Dann ist das halt so. Und dann kann man nochmal gucken, ob ich vielleicht doch noch was anderes finde, was mir gefällt. Okay, Herr Prith, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also, Sie möchten als Taxifahrer arbeiten. Mhm. Stellen Sie sich da eher so ein Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerverhältnis vor? Also würden Sie sich gerne... Also, sind Sie bereit, eine Firma auch zu leiten? Haben Sie überhaupt das Wissen können? Ja, das ist halt... Ja, das ist halt die Sache, was ich auch meinte, ist ein großer Schritt und alles, was auch Zeit braucht. Also ich habe ja auf der Baustelle 5 Jahre, jetzt Taxifahren habe ich circa 2 Jahre gemacht. Ich brauche natürlich ein bisschen leicht noch Erfahrung. Also ich würde jetzt wahrscheinlich trotzdem erstmal als Arbeitnehmer erstmal arbeiten und noch weiter diesen Job ausführen und mich lieber noch ein bisschen mehr reinfühlen, bevor ich gleich
reinstürme, sofort mich selbstständig mache und dann sofort scheitere. Also lieber erstmal ein bisschen noch mehr Erfahrung sammeln. Und ja. Beschränken Sie sich da auf normale Taxifahrten oder können Sie sich auch vorstellen, sowas wie Servicefahrten mit Limousinen anzubieten oder selber auszuführen? Also ich meine, ich stelle mir da jetzt gerade vor, was ist dann, wenn irgendwie ja, die High Society von Los Santos mal von der einen Party auf die andere muss? So, also ich, ja, Ja, sehen Sie sich da? da haben Sie recht. Ich habe noch gar nicht so genau darüber nachgedacht. Ich habe immer nur über Taxifahrten gedacht. Aber wo Sie es jetzt sagen, doch, wäre natürlich auch eine keine schlechte Idee. Ja, auf Ja. jeden Fall. Doch, ja, das ist cool. Also, ich meine, also Taxis gibt's halt wie, ja, Sand am Strand, Ist natürlich immer ein bisschen schwer, ja. Aber so im, ja, auf Events halt, da sind die halt gefragt, ne? Ja. So Limousinen oder ich weiß auch nicht, so ein Partybus oder so, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie so Touren machen. Oder ich weiß auch nicht. Also einfach mal so out of the box, wissen Sie? Also mal was Neues, meinen Sie auch, ne? Ja, Ja. einfach mal Was so. Eigenes. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, der hier. Das stimmt, ja, dafür stehe ich eigentlich auch so vom Kopf her, ja. Sachen zu wagen und zu machen. Also ich meine, das muss ja nicht gleich sein, wissen Sie? Wenn Sie sich Klar. erstmal einen normalen Taxijob suchen, ja, bis Sie vielleicht auch ein bisschen was angespart haben, wissen Sie? Ja, Dann genau. kann man sich ja damit immer noch mal auseinandersetzen, wissen Sie? Ja, also da bin ich Ihnen sehr dankbar. Das ist echt eine geile Idee von Ihnen. Doch, doch, Wir ja. brauchen einfach kreative Leute, wissen Sie? Ja. Einfach Leute, die mal weiterdenken als nur um die Ecke. Ja, absolut geile Idee. Was Eigenes einfach erschaffen, was es vielleicht noch gar nicht gibt. Oder wo es halt weniger Konkurrenz gibt, einfach, wissen Sie? Ja, wobei natürlich ich Seien Sie sagen muss. einfach innovativer oder günstiger oder beides. Klar, ja, ohne Konkurrenz teurerer Preis, das stimmt schon. Aber so an für sich habe ich ja jetzt auch keine Bedenken bei Ihnen. Also Sie wirken wie ein Mann, der Ziele im Leben Ja. hat. Von daher, ja, ich sehe da jetzt wie gesagt keinen Grund zu sagen, ja, Sie müssen jetzt wieder nach Hause fahren und ja, sich, keine Ahnung, um irgendwas anderes kümmern oder so. Versuchen Sie einfach mal Ihr Glück hier. Ich danke Ihnen vielmals, ja. Kein Problem. Hast du noch irgendwelche Fragen, bevor ich das jetzt hier sonst beschließen Ja, die $10 Bearbeitungsgebühr, die könnt ihr uns noch geben. würde? Ja, die können Sie meinem Kollegen mal geben. Ach so, muss man hier noch was abrechnen, war ja klar. Ja, für. Ja, wir haben halt auch ein bisschen Papierkram mit den Akten, ne? Ja, stimmt. Wie viel? $10. 10 Dollar. In die Anlegen, sehr schön. Super, danke schön. Gut. Na klar. Dann schauen Sie mal zur Kollegin nach vorne. Kleinen Moment, bitte. Ich habe immer noch. Kleinen Moment. Nehmen Sie ruhig nochmal Platz. Okay. Ich fühle mich trotzdem noch nicht sicher. Ist noch nicht sicher, es kann trotzdem irgendwas passieren. Dass man reinkommt und sagt, ja, nö. Taxiunternehmen, ja. Na, man muss sich vorher genau Gedanken machen. Ich wollte auch wissen, so im Kopf, was will ich machen? Am liebsten, so als am Anfang, so, wenn du da bist. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich rumfahren ist doch schön. Und deshalb, und dann halt natürlich vorher von meinem Charakter richtig Ziele anstreben, richtig so zeigen, dass du richtig so Ziele hast und kämpfen willst. Aber das ist mir selbst nicht eingefallen. Das war eine geile Idee. Was Eigenes, so auch. Hätte man noch verbessern können, dass Jason vielleicht noch genau das im Kopf gehabt hätte, dass er sagt, ich möchte was Eigenes machen, sowas wie Chauffeurdienst für Partys und so.
Ich habe mir schon gedacht, dass sie das war gut vorbereitet sind vom Text, genau was wir eben alles erzählt haben. Ich hatte aber, glaube ich, ein bisschen aufgeregte Stimme. Aber ja. Wusste ich nicht, ob was denn, aber ich hatte ein gutes Gefühl anfangs so, weil ich genau einen Plan hatte, was ich erzähle, was die Ziele sind. Aber mittendrin ist man dann doch so ein bisschen unsicher. Wie die Kollegin schon gesagt hat, ne, seien Sie kreativ. Ja, Sie nee. haben, Sie haben die Welt offen. Ja. Sie haben so viele Möglichkeiten, einfallsreich sein. Ja, deswegen, ich finde es so einfach erstaunlich auch. Ich bin auch so dankbar, dass sie mir jetzt so ein bisschen den Sprung gegeben haben, ne? Also darüber nachzudenken. Bin von allein gar nicht darauf gekommen, was ganz Eigenes zu machen. Ja, der Punkt ist halt, dieses Jahr haben wir im Vorhinein gleich einen sehr vernünftigen Eindruck gemacht. Und warum nicht, ne? Man kann ja ein bisschen den Schubs hinten nachgeben. Ja, also wirklich, vielen Dank, ey. Das ist wirklich. Wir stoppen das. Ja, danke. Weil ich bin halt, wie ich erzählt habe, auch genau so ein Typ, der setzt sich ein Ziel und strebt es auch komplett an. Und da kann auch jeder kommen, da könnten 10 Leute zu mir kommen und sagen: Das schaffst du nicht. Wäre mir egal, ich zieh mein Ding durch. Und am Ende stehen sie blöd da. Oder ich habe es nicht geschafft, aber ich kann zum Spiegel gehen, mein Spiegelbild anschauen und sagen: Du hast alles gegeben. Von daher. Genau, so ist richtig, so soll es auch sein. Ja. Nur so kommt man auch voran im Leben. Nochmal ein bisschen Mindset reinballern. Als Bestätigung. Jetzt musst du auch vorstellen, Und wenn es nicht klappt, dann kommt ein neuer Versuch. Irgendwann ja, klappt es. genau. Wir haben die Motivation dazu, das hört man ihnen an. Weil viele Menschen verwechseln ja auch, wenn man hinfällt, mit viel Schwäche und alles. Aber das ist ja gerade das ganz normal. Man muss ja fallen, um aufzustehen, den Dreck wegzupusten und dann ja, daraus zu lernen und weiterzumachen. Also als kleines Kind, als Baby oder als kleines Kind halt, wenn man rumgelaufen ist und gestolpert ist, da hat man auch nicht gesagt: So, Mama, jetzt trag mich ab sofort für immer. Nee, man muss lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ja. Das lernt man nur, indem man auf die Fresse fällt. Genau. Hört sich so krass an, wie ich sage, aber es ist so. Ja. Und viele geben einfach gleich auf. Größte Fehler. Und auch das mit dem Ich Geld. schaue mal schnell, wo die Kollegin bleibt. Jo. Und das mit dem Geld geben, das ist nämlich auch ein großer Test. Wenn du das nicht genau weißt, hast du keine Ahnung. Das ist ein großer Test. Ich hatte gedacht so, weil sie merken, ich bin korrekt, machen sie es nicht. Aber selbst dort haben sie es dann gemacht. Da kannst du auch schon dran scheitern. Weil es wissen denn nicht alle, dass du Inventar öffnen musst und extra auf Item weitergeben und dann steht jemand in der Nähe und dann musst du auch den Rechtsklick, also Linksklick, dann passiert gar nichts. Du musst Rechtsklick und dann auf Geld geben. Habe ich auch schon gesehen im Stream von Dennis Heidetraut, dass er da auch dann gesagt hatte und auch gezeigt hat, wie das geht. Und dass da Leute bei der Einreise waren, ist klar, die wussten das nicht, haben sich nicht vorbereitet und dann konnten die kein Geld geben. Und dann wirst du dann natürlich zurückgeschickt, wahrscheinlich. Wenn das dir übel nimmt, dass du das nicht kannst. Aber der erste Typ war wirklich komisch. Ja, wie viel Geld haben sie? Bei dem schließt der Hals nicht und das T-Shirt an. Aber bei dir die Hose kritisieren. Dann bitte einmal noch mal den Reisepass, bitte. Ach so, Haben ja. wir Ja. Na klar. den Reisepass? Dankeschön. Okay, dann machen wir jetzt hier mal einen hübschen Stempel auf ihn drauf. Moment, kommen Sie mal. Ich brauche neue Tinte aus dem Ach so. Regal. Heute ist hier wieder alles los. Alles klar. Moment. Hättest du was gesagt?
Alles gut, alles gut. So, der Herr, jetzt machen wir hier eine ordentliche Stimme drauf. Super. So, da einmal zurück. Dankeschön. Ausweis. Ja, dann hätten wir es soweit. Super. Der Herr bringt sie noch zur Tür. Mhm. Kannst du ihm noch eine Taxinummer vielleicht geben? Kann ich machen, ja. Okay, ich glaube, ich habe die gespeichert. Ja, das hoffe ich doch. Nee, habe ich nicht gespeichert. Pi, du hast die nicht. Warum? Was, ne? Ich versuche, heute ist ein schwieriger Arbeitstag. Ich weiß halt auch nicht. Ich bin ja auch nicht gespeichert. Ich hab mein fucking... Ich hab dein Auto. Ich brauch kein... Ja, geht mir genauso. Kannst du bitte die Shari mal fragen, wie die Telefonnummer ist? Ja. Und dir die gleich auf? Ja, ich gebe sie dir dann auch, ne? Ja, danke. Ja, dann folgen Sie mir. Alles klar. Dankeschön. Viel Erfolg. Danke. Kollegin? Ja. Hättest du für den Herrn eine Nummer vom Taxiunternehmen, weil die Kollegin und ich haben die nicht gespeichert, die Nummer. Ich habe sie im Kopf, 322-469. Was, 322-469? Ja. Ohne Vorwahl. Können Sie sich auch gerne aufschreiben, wenn Sie hier schon stehen. Wird von ihm da. 322-469. Super, dankeschön. Gut, dann folgen Sie mir. Was für eine... Ich hasse dieses Tastenhandy. Bitte, bitte benutzen Sie diese Tasten ganz leise. So. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ach, da sind wir schon. Super. Ja. Dankeschön, ja. Für alles. Viel Glück. Danke. Machen Sie es gut, ich glaube an Sie. Super, ja, ja, danke schön, danke schön. Guten Tag, Wiedersehen. Wiedersehen. Kleinen Moment. Wir sind auf Lucky 5! Wir sind auf Lucky 5, wir haben es geschafft! Oh my fucking goodness! Also ganz ehrlich, ich hätte am Anfang damals auch gedacht, bevor ich nachgedacht hatte, so richtig ernsthaft mich hier zu bewerben, dachte ich, ey, das schaffst du, würdest du eh nicht schaffen, Alter. Nee. Würdest du eh nicht schaffen. Vor allem mit den Fragen und alles. Und jetzt aber wirklich, Alter. Krass. Krass, krass, krass. Und ich finde ihn wirklich gut, Alter. Der sieht gut aus, guck mal, mit dem Tattoo. Dass wir auch alles hingekriegt haben mit Geld geben und so. Jo. Hallo? Moin. Moin. Aber weißt du, wo hier die Sozialbuden sind? Oh, ich habe auch keine Ahnung. Ich bin gerade erst hier angekommen auch. Ich hatte überlegt, ein Taxi zu rufen und dann den zu fragen, ob er mich da hinfährt oder so. Aber soll irgendwo am Flughafen sein, habe ich schon gehört. Ach so. Ach so, echt? Naja. Das wird auch die Info falsch sein, aber. Hm. Ah, endlich hier. Ja. Dann nur hoffen, dass mein Bruder auch mit einreisen darf. Ach so, bist mit dem Bruder gekommen. Ja, ja. Ja, das wäre natürlich scheiße. Man will schon zusammen schon hier durchstarten. Nicht getrennt. Ja, ist schon scheiße, wenn er eventuell nochmal nachreisen muss, also ihn wieder nach Hause schicken oder so. Mhm. Na, mal sehen. Ja. Echt? Eine Stunde haben sie mich beschäftigt. Echt? Ja. Eine Stunde. Ich muss ein Verkaufsgespräch führen und all so ein Scheiß, ey. Was? Ja.
Muss hier noch Liegestütze machen und was weiß ich nicht alles. Laufen. Okay. Richtig auseinandergenommen. Ja, er hat, kam mit Jogginghose und wir sind zu denen gekommen, die richtig schnödel waren und haben gesagt, weil er so aussieht, wie er aussieht, kommt er als letztes dran. Ach du Scheiße. Ja. Vor allem, ich hatte ja auch noch überlegt, vom Flugantritt, ob ich da eine Jogginghose anziehe. Dann dachte ich aber so, ach nee, nicht, dass sie denn denken, oh, wie sieht denn der aus? Ja. Dann habe ich die Jeans gegriffen, aber was ich dann übersehen hatte, ist, dass ich da hinten keinen Arsch in der Hose habe. Aber, ja, okay, hat die nicht gestört. Na, ich wollte auch erst den Jeans anziehen, aber so eine Karottenscheiße da, das kommt mir nicht an. Nee. Muss mir auch den nachher gleich umziehen. Ja, aber erstmal gucken, wo man hier überhaupt einkaufen kann. Aber ich glaube, das ist auch ein Faltkauder oder was? Hui. Irgendwie der erste auch, der rausgekommen ist, oder was? Ja, also wir waren ja eine Gruppe aus 4 Leuten und ich bin dann zuerst rangekommen. Und raus. Bist du jetzt schon raus? Ja. Ging jetzt schnell. Gleich erzählt alles über meine Ziele und Träume und alles, ja, was ich so alles erreichen will. Und das hat denen gleich so gefallen, dass sie gesagt haben, na gut, komm. Kam dann nach dir schon mal jemand wieder raus? Nee, du bist der Einzige, den ich gesehen habe. Ich kam an und wir waren da ja so eine große Truppe alle und ich lehne mich nur an die Wand an und dann kommt gleich so ein Typ hier und kommt an. Ja genau, willst du die Wand festhalten? Die brauchst du nicht festhalten. Du der Wand festhalten? Ja, genau. Ey, ich hätte ihn gerne eine reingehauen, aber ja, kommst du nicht durch. Das war glaube ich der in dem blauen Anzug, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, und den hatte ich. Oh Gott. Ja. Richtig schlimm, der Typ. Glaube ich. Erste Frage, ich komme ja aus Erlernt, warum ich keine roten Haare habe. Oh, ehrlich, ich habe gar keine Haare, das ist mir peinlich. Ich bin froh, dass ich einen dunklen Bart habe. Das wäre ein Typ, ey, wenn ich den auf der Straße treffe, ey, der, ja. Also zusammen prügeln. Bist du nicht der vom Flughafen? Ja, wieso? Genau. Ja. Die ich hatte, war ein Glück nett. War so eine Frau und so ein Mann. Ja, ich glaube, die haben das ja schon so gut eingeteilt. Die haben ja gefragt, so wer arm ist und sowas. Und die haben sie Leute zu den Schnürsen geschickt. Oh Mann, ey. Ach, naja, was soll's denn, ey. Jetzt bin ich erstmal hier. Genau. Haben sie gesagt, was ist denn, wenn ich einreisen darf und meinen Bruder nicht? Sag ich, naja, was soll ich dann machen? Das wäre zwar scheiße, aber kann ich ja nicht ändern. Also würden sie ihren Bruder hier liegen lassen? Sag ich, nein. Oh, sind sie unsympathisch? Gut. Ich sehe gerade, anscheinend muss ich bei meiner Geburt ganz schön gedrückt haben. Irgendwie fehlt mir ein bisschen Kinn. Ja. Oh, so ein Affengesicht, keine Ahnung. Scheiße. Naja, egal. Das ist halt die Schöpfung. Ja, genau. Das sind die Iren halt. Vor allem, das war so ein kleiner Tisch. Ich komme rein in den Raum und der war wirklich so flach. Der war gar nicht hoch. Und dann, weil wir so viele waren und das so voll war, laufe ich auf einmal über den Glastisch. Das war schon mal ein geiler Anfang. Oh. Da haben sie dich völlig festgefahren auf meinem T-Shirt, weil da Tauben drauf sind. Was? Weil da Tauben drauf sind? Ja. Das hab ich auch gesagt. Na, dass ich keinen Modegeschmack habe. Oh Mann, ist doch jeder Mensch ist doch anders, ey. Naja, genau. Moin Jungs. Moin. Moin. Was fit bei euch? Oh. Selber. Habt das gut durchs Gespräch geschafft? Nein. Wir haben eine Stunde in die Mangel genommen. Ja, bei mir war gut. Ein Glück, nette. Ja, das war super. Habt ihr euch schon Taxi gerufen? Nö, ich warte noch auf meinen Bruder. Ich hoffe, der darf auch einreisen. Okay. Sonst würde ich nämlich sagen, bestellen wir gleich vielleicht ein Sammeltaxi für alle oder so. Bin ich zu warm irgendwie? Nee, es geht, es geht. Man hat sich dran gewöhnt. Ach so. Ist so ein Army-Ding, weißt du? Oder das? Ah, ja, ja. Versteh schon. Luftdurchlässig. Nicht wirklich, aber wenn man die Dinger 24/7 hat, dann
irgendwann nichts Neues mehr. Muss ich erstmal neue Schuhe kaufen, das Schlimmste hier, ne? Oh ja, ich muss hier auch gleich erstmal noch einkleiden gehen, ne? Erstmal gleich gucken, wie die Sozialbuden sind. Ja,